So. Spielladen. Spielen. Mal schauen, wann OBS das auch erkennt. Das Spielchen hier. Danke. Geht doch. Heiß. So. Und zwar habe ich mir ein paar Gedanken gemacht zu unserem Städtchen. Verdammt heiß. Ich würde gern umziehen. Entweder hierhin oder hierhin. Und das Haus, was ich jetzt habe, dann länglich bauen. So, aber, weil das ist ja gar nicht so, ich tendenziell eher hierhin, dass ich hierher ziehe. Und ihmchen hier, weil er braucht ja nicht viel Fläche, er will ja der gute Magic, wenn ich da unterirdisch wohnen, würde ich hier hinschmeißen, dass wir wieder zwei größere Gebiete frei haben. Hier möchte ich ja Apartments herschmeißen. Und ich glaube, wir starten als erstes mit ihm, wenn hier wirklich ja nicht so viel ist, und lassen ihn umziehen. Ich weiß, er wollte eigentlich in der Nachbarschaft hier bleiben, aber es ist ja trotzdem die gleiche Stadt. Die schienen ja nicht weg, weit weg voneinander. Lass mal umziehen. Weil, sind wir auch ehrlich, er hat ja auch noch nicht so viel. Wenn wir ehrlich sind, da ist ja auch noch nicht so viel. So, Telefon. Reisen. Haushalt umziehen lassen. So schnell geht es. Und zwar, das ist halt schon sehr, sehr klein, das Grundstück. Aber er wohnt unterirdisch. Deswegen wäre es eigentlich ja egal. Also am liebsten würde ich ihn auf so ein kleines Grundstück schmeißen. Weil er halt wirklich komplett unterirdisch wohnt nur. Ich glaube, das machen wir auch. Bestätigen. Möbel verkaufen. Ja, alles verkaufen. Wir lassen alles verkaufen, genau. Dann zieht er nämlich hier rüber. Er möchte ja wirklich unterirdisch einfach wohnen. Und dann fangen wir mit seinem Häuschen als erstes an. So. Ich sollte aber mal ein Zimtzettelchen raus schmeißen. Der bestimmt auch nur noch aus Sims besteht und nicht aus allgemeiner Schmierzettel mittlerweile schon lange missbraucht worden ist. Warte mal, du hast noch kein Haus. Warte mal kurz. So. Das haben wir fertig. Umziehen. Magic unterirdisch. Okay. Hat er eigentlich schon eine Karriere? Hat er schon? Arbeitet er schon was? Ja, er ist Verbrecher. Er ist ein harter Kerl. So. Jo, wir gehen in den Baumodus. Bauen. Bauen. So, weil wie gesagt, das ist nicht sehr groß, die Fläche. Und die nutzen wir uns einfach mal, die doch relativ kleinere Fläche. Toll, jetzt habe ich Käse am Zaun. So. Hi. Bauen wir erstmal den Eingangsbereich. Hier. Ich glaube, es gefällt ihm. Und solche düsteren Türen dann unten.
Einen Boden. So Steinturm-optisch. Mhm. Also das ist zu modern. Warte mal. Ich mache das mal hier außen, weil hier innen noch kein Licht oder sowas her ist. Hm. Ich glaube trotzdem, das passt. Ein bisschen, warte mal. Hm, was hätten wir denn noch ein bisschen? Das ist zu modern. Hm? Machen wir das hier. Dann brauchen wir ein paar Fensterchen natürlich noch. Also wirklich, ich würde halt ernsthaft solche nehmen hier so. Flupp. So, die passen halt am besten so ein bisschen zu dem Turm. Oh. Die können wir in verschiedenen Farben machen. Also machen wir erstmal die Wand ran. Hier. Mal so. Jetzt hat Fenster. Innen ist ja aber noch egal, das kriegen wir ja auch noch. Hm. Ich glaube, dann muss ich trotzdem die hier nehmen. Die gibt es nicht in düsterer. So. Warte. Ja, machen wir innen auch. So. Magic's in Haus, fertig. Nee, Quatsch. Machen wir einen Keller mal hin. Ich hau mal die Treppe hier hin, um zu schauen, wie die ausschaut. Nee. Nee. Oder so eine richtige Holztreppe. So. Ja, perfekt. Sowas, ha? Aber halt hier hin. Hm. Hm. Hier. Schaut doch gut aus, ha? Huh? Ich würde gleich die gleiche Treppe. Hier haben. Weiter Turm. Der muss ja nach oben begehbar sein. Mm-hmm.
Haben wir das Türmchen schon fertig? Müssen wir eher flacher machen. Weil so kommt das Dachding schon raus. Ha! Also so rein theoretisch gesprochen, warte mal. Nice. Gefällt mir. Gefällt mir. Gut, jetzt ist halt Magic sein Häuschen halt. Also seine Grundfläche kleiner geworden. Aber das ist echt egal. Wenn er halt unterirdisch wohnt. So. Dann machen wir einfach mal hier oben das Räumchen wirklich soweit fertig. Ich brauche ein paar Wandlampen. Tendenziell hätte ich echt Bock auf sowas. Aber ich glaube, er freut sich über sowas. Am meisten. So ein paar Kerzenlichter. Aber so ein Kronleuchter. So ein Kronleuchter kommt geil. Ups. So ein Kronleuchter kommt geil. War das jetzt der? Der war der. Da freut er sich am meisten drauf. Wirklich, da ist die meiste Freude da. So, wir gehen runter. So. Den Raum würde ich tatsächlich wirklich schmäler machen, weil das ist, soll der Flur sein. So, oben ist nichts passiert dadurch. Der Flur, und den machen wir einfach mal wirklich so bis zum Limit. Weil hier könnten wir ja auch noch nach unten weitergehen. Wir sind ja noch nicht begrenzt. So. Also. Ich habe Käse an den Zähnen. Das ist nicht cool. Schmelzkäse. Und da ich den Raum hier so ein bisschen nutzen möchte, bist du gerade umgefallen, Miet? Würde ich hier so nach hinten die Räume ein bisschen machen. Aber so hier die Küche. Ach nee, warte mal. Hier doch, hier die Küche. Hier. Ah, gefällt mir nicht so. So ein bisschen nach hinten. Miet, du legst gerade nur Krümel ab. Ich habe nichts übrig gelassen auf dem Teller. Du kennst mich doch. Den Raum kopieren wir einfach hier rüber. Denkt jetzt nichts Falsches. Das schaut bestimmt nicht falsch aus. Der Raum. So, dann mache ich hier die Türen gegenüber. So. Dann wäre jetzt das Wohnzimmer, Schlafzimmer. Küche, Schlafzimmer schon mal da. Wobei ich eine Idee hätte. Warte mal, wir bauen erstmal. Wir haben nur noch 10.000.
bauen jetzt trotzdem erstmal die Küche, weil das ist wichtig. Die machen wir einfach mal wirklich trotzdem wieder ganz günstig, einfach ums Geld zu haben. Ich glaube, wir brauchen sie nämlich gar nicht so groß, die Küche. Ja, können wir kleiner machen. So. Ein Herd brauchen wir ja auch noch. Wie gesagt, wir machen sie erstmal günstig. Für ihn. Alles eher ein bisschen düsterer und dunkler. Ja gut, ein Esstisch. So, mit ein paar Stühlen dazu. Einfach jetzt mal nur so mehr sinngemäß statt irgendwas. Und hier könnten wir rein theoretisch das nochmal ranmachen und einen größeren Tisch hinsetzen. Und dann hätten wir die Küche hier. Dann brauchen wir gar nicht so viel Platz. So, Schlafzimmer. Ich hätte nämlich eine Idee mit dem Schlafzimmer. Und zwar auch halt, wie gesagt, erstmal eher was günstigeres als so ein 2000 Dingbett. Haben wir einen? Machen wir mal so. Und zwar, wenn ich das Schlafzimmer, also das Wohnzimmer als Durchgangszimmer nehme, kann ich hier nach hinten noch weiter rausgehen. So ein bisschen Platz brauchen wir ja. Dann hier halt das Wohnzimmer als Durchgangszimmer. Das wäre doch die Idee. So, Wohnzimmer als Durchgangszimmer. So, dann machen wir hier so ein Wohnzimmer. Das muss ja auch nicht so groß sein. Wir brauchen wieder Türen. Weil das kann ich dann jetzt eigentlich wirklich genau so hinschmeißen. Und hier dann zum Schlafzimmer hin. Dann hätten wir Platz. So, Licht will er ja natürlich auch haben. So. Jetzt fehlt ja nur noch ein Bad. Tatsächlich. Ich finde, gut, es fehlt halt noch ein bisschen Optik außen. Du wirst ja viel von, oder eigentlich nichts von dem Haus wirklich sehen. So, das Bad würde ich eher da drüben hinschmeißen, nämlich. Keine Ahnung, so 3x4 erstmal nur. Das reicht vollkommen. Wir nehmen wieder die dunkle, düstere Tür. So. Und schnappen uns noch einen Kronleuchter. Packen wir mal hier hin. Und da packen wir einen hin. So. Ja gut, jetzt würde ich sagen, gehen wir mal in die Einrichtung. So, was wichtig wäre, habe ich gehört, wäre schon mal ein Bad. Weil wir haben nur noch 7000. Das könnte bald ausgehen. Ja, ich mache halt einfach wirklich auch erstmal nur so funktionell statt das ist so ein bisschen schon in dem Stil, aber mehr funktionell. So. Das Ding sind halt direkt wieder 500, weißt du? So, weil ich will ja auch noch die Böden und alles direkt ein bisschen mitmachen. So. Hier. Ich hätte Bock, ihm überall so Zeug zu machen. Weißt du? Aber das ist halt geldtechnisch erstmal noch so ein bisschen. Ja.
nicht so die beste Idee. Da findet man dann schon was. Ich glaube, nicht sowas. Naja, doch, sowas würde auch dazu passen. Vielleicht in düster, in dunkler. Gibt's nicht. Den hier ein wenig dunkler. Ja. So. Ist nicht perfekt, aber ist halbwegs passend. Jetzt kriegt er noch einen kleinen PC. Dass er zumindest ein bisschen was machen kann. So. So, ja. Boden und Wände brauchen wir noch. Fenster hat er nicht viele, logischerweise. Die sind alle im Türmchen. So, pass auf. Böden. Fangen wir einfach mal mit den Böden an. Tatsächlich gefällt mir... Ups. Uiuiui. Gefällt mir... Ich habe hier im Turm... Welchen habe ich hier im Turm genommen? Den hier. Hier, wo war er jetzt? Rad der Steine. Ach, den da. Oh, boah, ich glaube, Rad der Steine schaut besser aus. Chip. So. Den mache ich dann aber auch hier unten im Flur. Oder wir machen den überall. Hier mache ich meinen anderen. Hier mache ich einen anderen rein und hier mache ich einen anderen rein. Und die mache ich hier rein. Jetzt brauchen wir noch ein bisschen was für die Wände, aber auch so steinoptisch. Ich überlege, ob ich es genauso... Ja, komm. Er wollte ein Verlies haben. Gut, außen ist relativ hinfällig. Kostet jetzt aber nicht viel. Machen wir es gleich mit. Komm, außenrum auch. Dass es zur Optik passt. So. Hä? Ehrlich, ich glaube, das würde ihm gefallen. Dann schaut es aus wie so ein Verlies. So, wir haben noch 2000 tatsächlich übrig. Aber wir brauchen ja auch noch ein bisschen was. Hier außen. Ich ziehe einfach den Steinpfad hier weiter. Oh Gott, was war es nochmal? Alt-C? Alt-C, Alt-V? Wie war die Tastenkombi nochmal, dass ich... Scheiße, ich habe meine Tastatur umgestellt. Ich würde gerne weiter auf Deutsch bleiben. Deutsch. Gott, wie ging die Tastenkombi nochmal? Dass ich abschrägen kann. Warte mal, jetzt muss ich gucken. Hehe, das hat mir nicht jemand geschickt gehabt. Julie. Wo hast du mir das geschickt gehabt? Du hast mir das geschickt gehabt. Was ist das? Nee, das war die Sims-Gebote, oder? Die Heiligen Gaming. Nein. Wie ging die Tastenkombi nochmal? Mist. Warte mal. Kann man bestimmt die Sims nachgucken. Technische Unterstützung? Nein. Spieloptionen? Zugänglichkeit. Aha. Weiteres. Ne. Finde ich in die Tastenkombination. Warte mal.
Sims 4 Tastenkombinationen. So, Shortcuts, genau. Ja. Wie ein Ding, Alt Objekte frei bewegen, ja. Alt Objekte frei drehen. Größe ändern, mehrere Dinge. Aktuelles entfernen. Ich such abschrägen. Pipetten, ja, das bringt mir nichts. Beziehung ändern, Farbe ändern, mehrere Objekte entfernen. Ja, das ist Wandbelag an der ganzen. Ja, das kennt man doch alles. Wo ist es denn? Das zeigt aber nicht. Kamera drehen. Nein. Das ist es nicht. Da steht es nicht drin. Das. Fliesen. Diagonale Fliesen, genau hier. Hallo und herzlich willkommen zu dem Tutorial. Zu schwer. Ich mache jetzt hier einfach mal so eine schöne Ecke. Angenommen, ihr wollt hier so eine schöne diagonale Fliese hinhaben. Dann, bevor ihr die Fliese tatsächlich auf den Boden legt, drückt ihr erst Steuerung und dann gleichzeitig dazu auch noch F. Ah, Steuerung F. Danke, Amimi. Steuerung F. Das war das, was ich gesucht habe. So, ich will nämlich hier, pass auf. Zack, 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 zack. So, Steuerung F. So. Ja, wobei. Ja, doch. Aber ich glaube, ich mache den Weg nach vorne hin an sich breiter. So. Und ich glaube, da mache ich trotzdem noch eins länger, wenn der jetzt breiter ist. Chup, chup. Chup, chup. So. Weil wir brauchen ja auch noch einen Briefkasten, aber anders. Briefkasten. Der ist halt leider mit Blümchen. Der ist zu modern. Die sind alle eher ziemlich modern, leider. Warte mal, farblich können wir den wegen ändern. Mach ich so. Natürlich würde der Gemauerte am besten passen, aber der passt nicht mit dem Blümchen hin. Und einen Mülleimer. So. Weil den brauchen wir noch. So. Ich hätte gerne noch ein Lämpchen. Das war auch so kronleuchtermäßig so. Hier außen. Irgendwie so. An der Tür kriege ich es leider nicht hin, platziert. Aber vielleicht hier. Aber ich glaube, da macht er hier oben kein Licht mehr, weil das eine separate Etage ist. Haben wir einen schmäleren Kronleuchter? Oder halt nicht Kronleuchter, so ein Kerzenhalter? Das Ding. Und da, ist das eine Stehlampe? Okay. Ich gucke gerade mal.
Schaut aber eher sehr schlecht aus. Da muss ich doch den hier nehmen. Und den halt wirklich hier so dahin packen. Dann würde ich ihn aber einfach aus Prinzip hier so ums ganze Haus rum packen. So. Magic ist dann schon mal umgezogen übrigens. Jetzt ist halt dann bei ihm das große Geldverdienen noch angesagt. Ich hätte, wo ich richtig Bock drauf hätte, wäre sowas. Aber in dunkler. Sonst gibt's ja nicht so. Oder halt sowas. Also entweder sowas oder sowas. Aber der ist zu niedrig. Ich glaube, ich würde echt sowas nehmen hier. Weil der schaut auch schon zu modern aus, weißt du? Dass er so eine kleine Steinmauer außenrum hat. Kein Geld mehr. Aber okay. Die Steinmauer ist ja schon mal platziert. So, zumindest so zu einem Teil. Und dann halt irgendeine Tür. Hätte ich auch eher Bock so auf sowas hier. Ich glaube, das passt gut dazu. Ich glaube, das ist sogar das Passende dafür. So. Magic, dich spielen wir jetzt noch so ein halbes Stündchen. Oder? Er arbeitet jeden Tag von 17 bis 0 Uhr, okay. Wie geht's dir? Dir geht's eigentlich soweit ganz gut. Ja, beschäftige dich einfach mal selber ein bisschen. Wobei, ich würde ihn tatsächlich... Oder wir bauen direkt mein Haus weiter. Aber mein Haus wird ein bisschen dauern, weil es einfach mehr Geld da ist und mehr dekoriert werden kann. Hat er irgendwas im Inventar? Das ist das, was er im Inventar hat? Nee. Nee, im Inventar hat er nichts. Okay. Oh. Ah, aber ich glaube, ich reiße die Mauer hier nochmal ein Stück ab. Weil wir machen das gleiche wie bei allen anderen auch. Mit Blümchen. Damit Magic erstmal ein bisschen Geld dran bekommt, direkt. So. Machen wir bei allen. So, um den ersten Boost ein bisschen zu geben. So. Um den ersten Geldboost zu geben, beziehungsweise nicht nur den ersten Geldboost, sondern im Grunde einen guten Geldboost. So, wir müssen nur Blümchen finden. Also wir hätten Löwenmäulchen hier. Die sind jetzt aber leider nicht so viel wert. Rosen, glaube ich, sind auch relativ viel wert. Wir schauen einfach mal, was hier so ein bisschen rumliegt. Nehmen das mit. An Blümchen. Hier wird aber nicht viel rumliegen, weil das eine Region ist mit wenig. Erdbeeren sind auch nicht viel wert. Ich nehme mal ein Löwenmäulchen noch mit. Was ist das? Zwiebeln. Okay, Zwiebeln sind auch nicht viel wert. Leider. Oh, ich glaube, Magic hat nicht so die Möglichkeiten, viel Geld zu verdienen. Ah, wobei, hier ist noch. Erdbeeren, nee. Erdbeeren sind auch nicht viel wert. Was ist das? Zwiebeln. Rosen, ja, dann nimm wirklich die Rosen mit. Löwenmäulchen, glaube ich, waren auch ein bisschen was wert. Löwenmäulchen ansehen. Okay, die sind nicht so weit. Ach, die kannst du nur ansehen? Ja, ansehen wollen wir sie nicht. Wir wollen sie eigentlich mitnehmen. Okay, ja, gut. Dann hat der gute Herr gar nicht so viel. Begrüßungskomitee, sag mal allen Hallo. Nachbarn hereinbitten.
So, ah, guck mal, Trio ist da und seine Katalogfrau. Sind beide da? Sind sie gegangen? Ich glaube, die hatten keinen Bock mehr. So, gucken wir mal kurz. 29 ist die Rose wert und das Löwenmäulchen ist Ding. Also da müssen wir pflanzen. Rosen. Weil Löwenmäulchen sind gar nicht so viel wert. Die verkaufen wir. 320. Zwiebeln verkaufen wir auch. Und das verkaufen wir auch. So, pflanzen wir Rosen an. So. Für alles andere, was im echten Leben passiert ist, werde ich erstmal nachfragen. Komm, eine Rose kannst du noch anpflanzen. Und die verkaufen wir. Guck mal, jetzt hast du doch direkt mal ein bisschen Geld, ha? Huh? Ich geht Kinder. Magic mag keine Kinder. Geht Kinder, das würde noch auf jemanden passen. Reagiert nicht. Alle, warte mal, der Geist von Nancy schwindet? Ist Nancy tot? Habe ich was verpasst? Oder ist es eine andere Nancy? Achso, so, Haus müssen wir auch noch einstellen hier. Wohngrundstück. So, für das Feld. Und zwar, ja, Müllding. Düdü, Übungskleine, tolle Akustik. Private Behausung, ey. Schreckt fast, genau. Effekt an gemeinschaftlichen Plätzen. Ja, private Behausung. Ich habe gehört, er will hier niemanden haben. Teenie-Nachbarschaft wäre doch was für ihn. So, ihr geht Kinder und alle Kinder kommen vorbei. Geothermisch machen wir mit hin, weil abseits des Netzes, dieses Grundstück ist an den Versorgungsnetz, ist nicht, die Strom- und Wasserverbrauchen funktionieren nicht, könnten deine Sims ohne Komfort von Sanitären überleben, cool, Grundstück entsteht wiederverwertbarer und recycelbarer Müll, die aktive Verwaltung ist ein Muss, okay, mache ich aber nicht. So, zack, wir haben das Grundstück eingestellt. So, Magic Pant. Die ganze Nachbarschaft ist übrigens grün, das macht Trio. Das macht gefühlt Trio alleine. Magic Foul. Magic hat erstmal das Ding Faulheit bekommen, okay. Okay, Magic ist ein fauler Kerl. Gut. So, da ist er wach. Hat aber erstmal Hunger. Ja, steht. Der gute Kerl steht halt erstmal hier früh um. Achso, warte mal. Wir müssen eine Sicherheitseinrichtung einbauen. Es könnte ja passieren, dass immer ein paar Sims gerne in Flammen stehen. Und vielleicht eine Spüle wäre nicht schlecht. So. Hm.
Ich schon aufgeschrieben, so. Er kocht sehr gut. Eindeutig. Er kocht sehr gut, der gute Magic. Pflanzen erforschen. Wir müssen auch keine gießen. Nö. So, ah, ich habe eine Nachricht gekriegt. Tschüss. Warte mal. Ich habe wieder meine Tastatur auf Ding. Ich hätte gerne wieder deutsche Tastatur. Mann! Hey Anni. So. So, Magic in seinem kleinen Häuschen, ich glaube. Oder in seiner Gruft. Das gefällt dem. Weglegen. An was denkt er denn? Er will mit Xenia plaudern. So. Ist zwar noch nicht so. Fehlt noch ein bisschen Geld, aber hey. Ich glaube, seine Gruft. Ja, dann ruft doch Xenia an, ob sie vorbeikommt. Oder plaudern mit. Hier, Xenia, komm. Ab dafür. Du bist traurig. Warum bist du traurig? Merkmal düster. Du wohnst in der Gruft. Ja, wein dich aus. Okay, das Plaudern war nicht gemeint. Videoanruf, okay. Ist echt ein bisschen einiges neu gekommen. So. Du. Hier rein bitten. Macht, was ihr wollt. Ich halte mich da raus, ihr zwei. Das Türmchen kam irgendwie unerwartet. Ja, Magic hat sich gewünscht, so ein bisschen in der Gruft zu wohnen. So in einer Art Dungeon oder so. Und ich habe mal gedacht, es ist am einfachsten so wirklich, keine Ahnung, oder so ein bisschen mit so einem Türmchen als Eingang. So, dann brauchst du auch kein großes Grundstück. Schramme am Schuh. Mach sie fertig. Warum kommt hier jemand und macht meinen Mülleimer? Hey! Was habe ich schon wieder? Nachbarschafts... Ist hier wieder irgendwas? Wasser einsparen? Oh Gott. Ach so. Okay, das war's ja so. Na, guck mal, Xenia räumt. Okay, nur halb. Ein bisschen hat sie aufgeräumt. Daher habe ich mal gedacht, so ein Türmchen. Gut, wenn er ein bisschen mehr Geld hat, können wir auch ein bisschen was im Türmchen reinstellen und halt unten die Gruft. Er ist befördert worden. Nice. So. Ja, es ist dreckig. Da kam jemand vorbei und hat einfach Dreck gemacht, weißt du? So, du sollst... Business? Okay. Social? Quatsch, hier, Haushalt. Service engagieren. Eine regelmäßige Haushaltshilfe. Und vielleicht auch einen Clown. Aua. Aua. Fängt schon wieder an, meinen Nacken weh zu tun. Und Haushalt, Service engagieren. Ja, regelmäßig Gartendienst. Ganz einfach. Rechnungsinfo? Steuervergünstigung und Strafen plus 10. Wieso Steuervergünstigung? Ach, er hatte als Wunsch aufs Klo gehen. Wünsche ich mir auch regelmäßig. So.
Besser als. Naja. Laufen lassen. Immer eine schlechte Idee. Er braucht halt einfach noch ein bisschen Geld. Dann können wir da auch ein bisschen mehr dekorieren und das alles ein bisschen noch ein bisschen düsterer gestalten und alles. Was hast du? 2 Stunden lang traurig bleiben, wünschst du dir? Okay. Ja. Er ist direkt traurig. Hat funktioniert online? Wir reisen darüber. Ins Fitnessstudio, habe ich gehört. Was denn ein Wunsch? Ja. Das ist der beste Wunsch überhaupt. Ich will traurig sein. Ich war schon lange nicht mehr traurig. Wobei in seinem Fall eine Stunde her. So. Schade, dass ich würde gerne die so. Und er ist wieder traurig. Ja, geh weinen. Ich würde mir die Holztreppe gern ein bisschen in rustikaler, irgendwie so kaputter, ein bisschen gewünscht, aber geht leider nicht. Zum Beispiel einfach mal die schieben. Ja. Manche wünschen sich glücklich zu sein, er wünscht sich traurig zu sein. So. Ich habe mal überlegt, ob ich den Turm vielleicht noch höher mache. Vielleicht, wenn Magic reich ist, machen wir so einen richtig fetten hohen Turm. Nee, aber ich glaube, der passt schon so von der Höhe her. Ja, wir können ja wirklich mit der Wendeltreppe, die wir hier gebaut haben, einfach die ganze Zeit weiter erweitern, nach oben. Wirklich, wir können ja wirklich hier noch eine weitere Etage reinschmeißen. Kriegt da so einen Hexenturm. Ha. Gucken wir mal. Aber dafür muss er erstmal ein bisschen Geld dran bekommen. Hast du gerade mit den Blumen geredet? Nee, du hast sie erforscht. Wann willst du mit Blumen reden? Verprügel ihn, Magic! Verprügel ihn! Nein, er ist despawned. Okay, wir können ihn doch nicht verprügeln. So, ab in die Arbeit. Unsere Nachbarschaft ist übrigens ökologischer Fußabdruck. Neutral noch. Okay. Du gehst jetzt duschen und dann gehst du schlafen. Du kannst dich aber auch ausheulen im Bett. Ist auch in Ordnung. Schau mal, wir haben wieder 900. Wir könnten unsere Mauer tatsächlich eigentlich sogar fertig machen. Dieses ganze Wasser wird abgestellt. Ja, guck mal, dem Blümchen geht's auch gut. Ah, guck mal, wir können hier Rosen verkaufen gehen. Alles verkaufen. Boom, 3000. So schnell geht's. Solltest du nicht Reste nehmen? Frage ist nur, wie machen wir das auf seinem Grundstück mit ein bisschen Energie und Wasser? Bei den Turm, auf den Turm würde ich es sehr ungern hinpacken, weißt du? So, aber wir machen jetzt einfach seine Mauer mal schnell fertig.
So. So. Und dann haben wir ja das Ding hier. Was nicht geht, weil es... Echt jetzt? Es ist zu groß. Dann lasse ich es einfach offen. Lassen wir es einfach offen. Es passt nicht dazu. Und meine Zigarette, ich auch. Oh, Manu. Weil rein theoretisch müssen wir ja trotzdem, wenn hier Wassereinsparung auch noch ist, in der Nachbarschaft, so Blödsinn auch hinpacken. Oh, kein Geld mehr. Weil es wird auch 100%ig Strom eingespart gemacht werden. Rechnungsinfo anzeigen. Speichern, speichern. Ja gut, das könnte jetzt in die Hose gehen. Aber naja. Naja, okay. Ein paar Solarkollektoren vielleicht auch noch hin. Blumen will ich bei ihm eigentlich gar nicht. Oder gibt's so vertrocknete Büsche? So vertrocknete Wüstenbüsche und Bäume bestimmt. Ich will auch den Boden hier noch ein bisschen anders anpassen hier. Dass der eher so erdig ausschaut. Passt natürlich schön mit dem Ding hier nebendran. Diese Magic hat dir abgeraten von M. Und du hast trotzdem mit ihm angefangen. Magic hatte recht. So, wir machen. Na, so 15, 20 Minütchen machen wir noch. Magic ist okay. Verbessern. Du kannst hier nichts verbessern, gar. Also bist wieder traurig. Geh mal mehr Auswahl und einfach mal Bestellungen. Tuning-Teile kaufen, ein paar. Vielleicht so gewöhnliche Tuning-Teile, ein paar. Für Elektrogeräte sind sehr teuer, kannst du nicht, aber wir machen es ja Sanitäranlagen. Damit du einfach schon mal ein bisschen tunen kannst. So ein bisschen alles. Da schon mal ein bisschen üben kannst. Verbessern. Okay, da geht nichts. Verbessern. Du kannst doch gar nichts. Verbessern. Nein, du kannst ja wirklich nichts. Kannst du hier verbessern? Kann ich dir Bücher kaufen? Ich glaube, das wird schwierig. Wir haben kein Geld mehr. Ja, doch, Bücher gehen. Bam. Lesen. Ach nee, ich muss erst mal das Buch kaufen. Buch kaufen. Fähigkeit. Charisma, Comedy, Fitness, Geige, Geschicklichkeit. Einmal ein Geschicklichkeitsbuch kaufen. Jetzt bist du richtig pleite. So. Damit du den ersten Skillpunkt wenigstens bekommst. Ich glaube, dann kannst du. Wenn ich ein bisschen was machen. So, Magic muss in einer Stunde in die Arbeit. Er ist traurig. Er muss in die Arbeit. Du kannst jetzt nicht ins Bad gehen und heulen. Das geht nicht. Ey, ins Bad. Ins Bett. Kannst du jetzt nicht. So. Ab heute gibt es kein Wasser mehr. Angespannt. Warum bist du angespannt? Weil lauernde Ängste. Lesen.
Wo ist das Buch? Wo ist das Buch? Wo ist das Buch hin? Was ist das einstecken? Schleim. Ach, du musst schleimen können. Hast du Buch einstecken? Ja. Lesen. Dass du die erste Fähigkeit bekommst. Schleimen muss er üben. So. Level 2. Jetzt gehst du schlafen. Hör auf zu lesen. Brauchst du einen Spiegel für... Wir haben keinen Strom mehr. Ist natürlich für den Keller immer sehr schwierig. Warte mal, stopp, die Kerzen sind aus? Warum sind die Kerzen aus? Ich glaub's ja nicht. Ist mir neu, dass Kerzen Strom verbrauchen. Aber hey, wir verkaufen erstmal alle Rosen wieder, dann kriegen wir wieder ein bisschen Geld zusammen. Er ist traurig, wie immer. Hm. Boom, Geld. Zack. Kannst du jetzt was verbessern? Wasseraufbereiter. Ja, komm, ab dafür. Andere Frage. Wie viel Strom könnten wir denn eigentlich machen? Achso, warte mal. Ich will erst nochmal hier hingucken. Rechnungsinfo. Wie viel Strom haben wir? Minus 55. Wieso haben wir hier Plus? Plus 3 und haben minus 2 Strom. Ich weiß es nicht. So. Okay. Er kriegt jetzt ein Solarfeld. Und das würde ich halt auch irgendwie wieder eigentlich. Ja, ich glaube, das nehmen wir einfach wirklich das Standardding. So. Wobei ich mir überlege, ob ich das außerhalb des Grundstücks baue. Also nicht außerhalb des außerhalb des Grundstücks, sondern dass ich die Mauer hier nehme. Die halt einfach hierher schieb. Dann ist es zwar außerhalb des Grundstücks, aber halt außerhalb des... Dann schaut es nicht so aus, als ob es so ein bisschen dazugehört, weißt du? So einfach hinter die Mauer. Lasse ich hier vielleicht so eins frei. Das drehen wir auch um. Dann mache ich die hier hin. Eins können wir noch. Bam. Dann mache ich zwei Wasserdinger und... Warte mal, ich glaube, Solarkollektoren kriege ich gar nicht mehr dahin, gell? Und doch, würde ich sogar eine zweite Reihe hinbekommen. Dann ist es wenigstens so, könnte ja nicht mehr dazugehören. Ich würde die gern höher machen, weißt du? Die Mauer. Ups. Okay. Jetzt hat er auch ein paar Solarkollektoren. Das ist zwar kein Licht, aber hey. Zumindest Solarkollektoren.
Ist doch schon mal was. Die bestimmt auch nie kaputt gehen. Verbessern, du kannst doch direkt nochmal. Hier, robuste Armaturen. Verbessern mal, du hast noch ganze 2 Dollar. Das ist doch schon mal nix. Haben wir das Geld gerade mal perfekt genutzt, ha? Huh? Hat er sich auch noch einen Finger gehauen? Ich glaub's ja nicht. So. Was sagt die Rechnungsinfo jetzt? Plus 75 pro Tag. Also eigentlich haben wir gar keinen Strom und gar kein Wasser. Hier können wir halt nur verstärkte Behälter machen. Der macht, was macht er? Dass er nicht kaputt geht. Hier können wir noch gar nichts machen. Dafür brauchen wir höhere Fähigkeiten. Gut. So, Magic muss in einer Stunde in der Arbeit sein. Das kriegen wir doch hin, oder? In einem Stündchen dort. Er ist wieder traurig. Und jetzt ist er wieder unwohl. Er hat Stimmungsschwankungen, das glaubst du gar nicht. So. Doch, gepennen. Und ich würde sagen, wir machen jetzt dann auch Schluss für heute. Speichern mit dem Streamchen. Gehen raus. Haben Magic umziehen lassen. Was gut ist. Ich finde es sogar so geiler gerade.